Was seltsam ist, weil der Nationalpark hat im Grunde einen Haufen Geld zur Verfügung. Davon merkt man nur nicht viel, ne? Also bisher sind die Sachen, die sie neu gemacht haben, seit der Nationalpark Nationalpark ist, ehrlich gesagt nicht besonders viel besser geworden. Kann ich nicht behaupten. Der Lothar-Pfad beispielsweise, wer den kennt, ich bin da öfter am von dem Ding erzählen, der ist zwar Status quo ungefähr aufrechterhalten, aber das hat man früher auch gemacht, da auch ohne Nationalpark. Also den hat man da diesbezüglich nicht gebraucht. Ja, hier noch ein Schild mit ein paar Gedanken. Und wo geht's eigentlich weiter? Abkürzung, ja. Ach da, okay, hab den Weg gefunden. Also das stößt mir jetzt schon ein klein wenig sauer auf, wenn man hier halt regelmäßig hinkommt. Ich meine, der Nationalpark an sich ist eine gute Sache. Da gibt's gar nichts dran auszusetzen. Hab ich auch, also offenbar von meiner Seite. Okay, die Sitzecke gibt's immerhin noch. Das ist ja ganz schön. Ansonsten war jetzt auf dem letzten Teilstück, da habe ich jetzt nichts weiter zu erzählt, gab jetzt nichts so herausragend Sehenswertes, die Wegbeschilderung nicht existent. Es gab eine Abzweigung, die gar nicht markiert war. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Bin jetzt durch Zufall den richtigen Weg gegangen. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, hätte man die andere Abzweigung genommen. Aber da gab es definitiv auch einen Trampelpfad, der sich in seiner Beschaffenheit nicht vom vorhandenen Weg, auf dem ich jetzt weitergelaufen bin, also auch auf dem richtigen Weg, hat er sich nicht nennenswert unterschieden und da hätte es meiner Meinung nach eines Schildes bedurft. So, zwischendurch so ungefähr auf ein bisschen mehr als halber Strecke gibt es auf dem Wildnispfad A eine Möglichkeit, ihn abzukürzen, die wäre da hinten gewesen, und B führt ja ein kurzes Stückchen auf der Forststraße entlang. Das ist aber wirklich nur so ein Zwischenstück. Es geht dann schon weiter auf so kleinen Trampelfaden, entsprechend durch den Wald. Das ist auch allein schon deswegen wichtig, weil es zwischendrin einen Rettungspunkt gibt, wo man, falls mal doch was sein sollte auf dem Weg, jemand da irgendwie doof stürzt und so weiter und so fort, halt die Leute quasi noch hinzerren kann, um sie dann noch einigermaßen effektiv retten zu können. Und dieser Rettungspunkt ist eben da hinten an der Kreuzung von zwei großen Vorstraßen und da führt halt eben der Weg dann entsprechend hin. Das ist also auch absichtlich so geplant. Ich bin mir nicht sicher, was so am nervigsten ist der Dinge, die einem im Wald passieren können. Ein Haufen Flugzeuge, Hubschrauber, ne? Also der ganze Luftlärm, extrem nervig. Forstwirte, die gerade der Meinung sind, in der näheren Umgebung Holz machen zu müssen, muss ich ja sagen, finde ich eigentlich ganz authentisch und ignoriere ich meistens und ich filme dann trotzdem weiter, auch wenn im Hintergrund die Motorsäge läuft, weil ich mir ja sage, es gehört halt wirklich verdammt nochmal zu einem deutschen Wald auch dazu, dass da Holz gemacht wird. Das ist eine ganz wesentliche Funktion von unserem Wald und das kann man scheiße finden. Das gehört aber nun mal trotzdem dazu und deswegen möchte ich das eigentlich drin haben. Ein Kindergeburtstag hingegen, der rumlärmend ausgerechnet über so einen Weg gescheucht wird, kann ich zwar irgendwo verstehen, aber leider handelt es sich hier offensichtlich entweder um einen kombinierten Kindergeburtstag oder um ein Kind mit verdammt vielen Freunden. Ich mag ja grundsätzlich Kinder, aber momentan nerven die mich doch sehr. Der Weg ist ansonsten vollkommen leer. Da hinten gibt es noch eine Familie mit zwei Hunden, die zwar unfreundlich sind und nicht Hallo und guten Tag sagen, aber ansonsten relativ harmlos, glaube ich, sind. Aber dieser Kindergeburtstag, grrr. Deswegen stehe ich jetzt auch hier und labere, damit Kindergeburtstag noch in der Lage ist, mir Vorsprung auszubauen. Die sind auch gerade wie die Wahnsinnigen an mir vorbeigerannt. Eigentlich habe ich gedacht, ich gehe jetzt weiter und setze mich vor sie. Aber dann sind sie plötzlich auf die Idee gekommen, einfach wie wahnsinnig loszurennen. Gut, sind Kinder, aber an so einem schönen, ruhigen Waldtag, wo ich doch extra an einem Mittwoch morgens unterwegs bin. Und ganz typisch, zuerst rennen sie wie die Gestörten durch die Gegend und dann bewegen sie sich mit ca. 0,3 km/h und das auch noch rückwärts. Arr! Das heißt, das geht jetzt ewig, bis die weg sind. Hätte ich mich da vorsetzen können, aber nein, sie mussten ja wie die Gestörten plötzlich losrennen, um dann müde zu sein und dann gar nicht mehr vorwärts zu kommen. Also beim eigenen Nachwuchs werde ich auf eine vernünftige Wandertempo-Erziehung Acht geben, glaube ich. Ah, wenn es funktioniert.
Sind wir mal realistisch. Ich glaube. Ja, mal gucken. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, hier befinde ich mich jetzt an den sogenannten Wollsackfelsen. Die sind natürlich noch da, die müssen nämlich nicht von irgendwelchen Nationalparken gewartet werden. Und ist die Bremse auch tot? Folgendes, Wollsackverwitterung. Ne? Es handelt sich hier um einen im Prinzip riesigen Granitblock, an dem ich hier hocke. Den müsst ihr euch vorstellen, vor langer, langer, langer Zeit war das ein massiver Granitblock. So. Jetzt hat so ein Granitblock immer ein paar Mini-Mini-Mini-Risse. Das ist ja nie ein vollständig rissfreies Material, insbesondere da so ein Granitblock hier ja irgendwie hochgehoben werden muss auf diese Höhe, auf der er jetzt nun mal liegt. Und diese Prozesse, bei denen das Gestein durch die Gegend geschoben wird, da werden natürlich auch kleine Risse gebildet. Das ist ja kein weiches Material, das leicht nachgibt. So, jetzt sind diese Risse vorhanden, jetzt regnet es. Dann dringt das Wasser bzw. die Feuchtigkeit, da reichen schon wirklich minimale Mengen, in eben diese Risse ein. Und eines Tages gefriert das Wasser dann im Fels, das ist sowieso relativ kühl. Und was wir dann kriegen, ist Frostsprengung. Wasser dehnt sich ja bekanntlich aus, wenn es gefriert. Das ist ja die berühmte Anomalie des Wassers, dass die geringste Dichte bei 4 Grad und nicht bei 0 liegt, also sprich nicht im gefrorenen Zustand. Ja, und das führt dazu, dass so ein Riss dann relativ groß wird. Man so nach und nach immer weiter aufreißt durch eben diese Frostsprengung. Und dann kriegen wir halt irgendwann einen zerklüfteten großen Felsblock. Gleichzeitig, während sich so einzelne Klüfte bilden, sorgt das Wasser auch dafür, dass nach und nach der Felsen ein bisschen aufgelöst wird. Wasser liegt ja auch teilweise dissoziiert vor, ne? Sprich nicht nur als H2O, als ein zusammenhängendes Teil, sondern auch mal ein einzelnes H, das ein bisschen weiter weg ist von seinem O. Sprich, Wasser enthält immer einen gewissen Anteil von Protonen, H+. Ne? Und das H+-Zeug, das ist halt relativ aggressiv. Da ist zwar nur sehr wenig als wirklich H+ vorliegendes Material in so einem Regenwasser vorhanden, aber trotzdem gibt es eine gewisse Lösung, eine gewisse saure Wirkung des Wassers auf das Material, auf das es auftritt. Es braucht unglaublich viel Zeit, bis da nennenswert irgendwas messbar und feststellbar ist, aber diese Felsen liegen hier wirklich schon eine ganze Weile und damit findet dann ein über die Zeit wirklich ganz, ganz leichter Angriff von Säure auf den Fels statt. Was dann auch entsprechend dazu kommt, ist, hier ist auch ein bisschen Moos drauf. Weiter oben wird es noch etwas mehr Vegetation haben und Pflanzen geben auch immer an ihren Untergrund organische Säuren ab, die natürlich nochmal deutlich intensiver wirken, als dass die reine Hydrolyse mit dem Wasser entsprechend tut. Jedenfalls, diese ständige Beregnung mit leichter Säure führt halt dazu, dass die Kanten von unserem Felsen dann nach und nach etwas abgerundeter werden. Und das nennt man Wollsackverwitterung im Prinzip. Einen großen eckigen Felsen in die Landschaft stellen und es lang genug drauf regnen zu lassen, bis dieser erstens mal durch Frostsprengung zerklüftet wird, zu einzelnen Brocken zerkleinert wird und diese Brocken sich dann nach und nach durch das Auflösen des Gesteinsverbundes, durch eben saure Auswirkungen vom Regen nach und nach zu solchen Klumpen formt. So, und diese Klumpen, insbesondere dieser hier vor meinen Füßen und auch hier solche schönen Abrundungen, das sehen wir gleich uns nachher noch ein bisschen genauer an. Das nennt man eben Wollsäcke, weil die so ein bisschen fantasietechnisch in den Augen desjenigen, der das mal irgendwann so genannt hat, so aussehen wie große mit Wolle gefüllte Säcke, die halt eben entsprechend in der Landschaft rumliegen. Und daher der Begriff Wollsackverwitterung, als ob hier jemand einen großen Stapel Wollsäcke in die Landschaft gelegt hätte. So, da steige ich jetzt noch hoch, nehme die Kamera entsprechend mit und mache noch ein paar Aufnahmen davon und dann gehen wir wieder weiter.
auch ein schon ziemlich schöner Abschnitt des Weges. Das muss man schon definitiv dem Weg zugestehen, dass da einige wirklich schöne Flecken hier gibt. Und da hinten wieder ein Leiterchen. Also es lohnt sich vielleicht mal herzukommen, auch wenn es kein Buchendom mehr hat. Das hier ist auch geologisch eine ganz interessante Ecke, weil das hier ist die Grenzschicht zwischen Buntsandstein und Granit. Ne? Also folgendes, auf dem Schwarzwald gab es mal jede Menge verschiedene Bodenschichten. So die Bodenschichten, die man in Süddeutschland so erraten darf. Je nachdem, wo man hingeht, sind noch ein paar davon vorhanden. An anderen Ecken gibt es die halt nicht mehr. Und auf dem Schwarzwald, dadurch, dass der so hervorgehoben wurde, war der Einfluss des Wetters, Einfluss der Witterung relativ stark. Wirkt sich auf so ein exponiert liegendes Gebirge ziemlich ordentlich aus. Und dann kam noch erschwerend dazu, dass ja der Oberrheingraben eingebrochen ist, ne? Schwarzwald und Vogesen getrennt hat. Und bei diesem Einbrechen vom Rheingraben, also Schwarzwald und Vogesen war mal ein Gebirge, dann sind die so nach innen eingefallen, reingefaltet. Und dabei hat es dann die oberen Deckschichten der geologischen Ausgangsmaterialien, die auf beiden Gebirgen oben drauf geklebt sind, quasi nach innen reingekippt. Und dann waren sie runter. Die Reste, die davon noch oben drauf waren, sind halt im Laufe der Zeit jetzt einfach wegverwittert. Es gab also zum Beispiel mal oben auf dem Buntsandstein, der im Nordschwarzwald noch oben drauf liegt, gab es mal vorher noch Muschelkalk. Der liegt jetzt inzwischen komplett unten in der Rheinebene. Weshalb die Rheinebene übrigens fruchtbar ist und oben im Schwarzwald auf dem Buntsandstein, naja, außer Wald kannst du da eigentlich nicht viel wachsen lassen. Außer und noch ein paar Wiesen zur Viehweide, aber nennenswert Getreide anbauen oder ähnliches hätte man da nicht können. Hat man auch nie versucht, beziehungsweise man hat es vielleicht mal versucht und hat dann relativ schnell festgestellt, dass das nicht geht. Wegen eben diesem Buntsandstein, der da drauf sitzt. Sollte aber der Granit irgendwo mal anstehen, was er im Südschwarzwald tut, was er auch in bestimmten Bereichen des Nordschwarzwalds tut, wäre der Boden im Übrigen auch nicht besser. Granit, da ist auch nichts Leckeres drin. Genauso wenig wie im Buntsandstein irgendwas Leckeres drin ist. Jedenfalls haben wir hier so einen Bereich, da hört der Buntsandstein auf und der Granit fängt an. Und das ist deswegen ganz interessant, weil es eine Quelllage darstellt. Da, wo der Buntsandstein noch ist, kann das Wasser einigermaßen durch den relativ porösen Buntsandstein noch so ein bisschen versickern. Ein bisschen, nicht viel, nur ein bisschen. Ne? Und es regnet hier oben relativ viel. Und wenn das Wasser jetzt aber auf den Granit trifft, der unter dem Buntsandstein liegt, dann ist Schluss mit Wasserversickerung. Dann kann es nur den leicht schrägen Granit entlang quasi abfließen, bis irgendwo der Berg zu Ende ist. Und da tritt das Wasser dann aus. Was ist an der Stelle? Eine Quelle. Und deswegen haben wir entlang dieser geologischen Grenzlinie zwischen Buntsandstein und Granit so eine Quelllage. Es gibt hier also über die komplette Länge dieser Zone, wo beides aufeinander trifft, überall Quellen. Da hinten ist zum Beispiel eine, die sieht nicht besonders spektakulär aus, deswegen habe ich sie nicht gefilmt, weil ich gar keine Lust hatte. Da steht einfach nur ein Schild, Quelle. Man sieht da leider nichts. Die ist auch komplett eingefasst. Man kommt auch nicht ans Wasser ran. Man muss ein Stückchen den Hang runtergehen, bis der Bach überhaupt zum Vorschein kommt. Und man darf ihn nicht vom Weg runter. Ist ein Naturschutzgebiet, beziehungsweise neuerdings ein Nationalpark. Und deswegen war ich brav und habe gedacht, ich erzähle es euch jetzt hier gerade mal einfach so theoretisch. Ihr habt das Prinzip hoffentlich kapiert. Wenn nicht, dann trifft es mich hart. Aber wird mein Leben nicht nachhaltig negativ beeinflussen. So leid es mir auch tut. Gehen wir weiter. Ja, diesmal bin ich brav und filme es. Hier gibt es so ein interessantes Hinweisgedönse. Ne? 1,50 Meter vor dem Pfeiler gibt es hier tatsächlich einen Wasseranschluss. Warum gibt es hier einen Wasseranschluss? Na, weil hier halt alles voller Quellen ist und hier unterirdisch dementsprechend wohl auch in irgendeiner Form Wasser verläuft. Keine Ahnung, wozu,
da jetzt hier dieses Schild und hier dieser Dingerich ist. Vielleicht weiß das jemand. Dafür kenne ich mich dann mit Wasserwirtschaft zu wenig aus. Keine Ahnung. Ist das zum Überprüfen, wie der Wasserstand ist hier oben, wie die Fließgeschwindigkeit ist, um zu gucken, wie es mit dem Wasser im Tal aussieht? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass hier oben zum Teil das eine oder andere Dorf eben sein Trinkwasser herbekommt, das hier im Schwarzwald eben liegt. Vielleicht hat es damit was zu tun. Anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären. Und interessant ist natürlich, dass da unten jetzt erstmal nichts zu sehen ist, von wegen Bach oder ähnliches. Läuft die halt noch unterirdisch. Hier sind wir nämlich noch im Buntsandstein. Und hier im Boden läuft das Wasser halt eben unten am Granit, der da unten irgendwo ist, entlang und tritt dann wahrscheinlich da vorne erst irgendwo aus. Natürlich nur an einzelnen Stellen konzentriert und nicht überall als stetes Rinnsal, alles klar, ne? Ja, schon interessant, diese Quelllage. Ja, und hier geht es jetzt zur Märchenwiese. Die gibt es scheinbar wohl auch noch. Das war so meine Befürchtung, dass sie die auch nicht renoviert haben. Hier seht ihr nochmal Pfosten mit Hinweis auf Quellsituation. Und da hinten, ich hoffe, man kann es, jetzt kann man es sehen, ne? Da ist auch nochmal so ein Deckel, der quasi nochmal eine Quelle anfasst, einfasst. Und wenn wir jetzt runtergehen zur Märchenwiese, was wir tun, dann werden wir feststellen, dass diese Märchenwiese langsam am Vermooren ist. Jetzt wird es natürlich derzeit super trocken sein, ne? Aber im Grunde ist das eine sehr feuchte Wiese, die jetzt langsam so moorartige Strukturen entwickelt, beziehungsweise entsprechende Vegetation von einer Feuchtwiese aufweist. Ja, kacke, soll ich da jetzt drunter durch? Ich hasse drunter durch. Oben drüber ist mir immer lieber. Na gut, machen wir mal drunter durch. Hallo. So, überlebt. Ja, wir gehen weiter zur Märchenwiese. Aua. Inzwischen bin ich irgendwo, ne, hier muss man dann teilweise ziemlich tief runtersteigen und da habe ich es mal wieder geschafft, mir schon wieder das Knie zu schrotten, da hinten bei den Wollsäckfelsen, weil ich es mal wieder übertrieben habe, ohne aufzupassen. Und immer wenn ich es übertreibe, ohne aufzupassen, neige ich dazu, mir ganz schnell mal kurz das Knie zu schrotten. Dann habe ich den Rest des Tages Spaß. Das hat man davon, wenn man nicht vorsichtig ist. Hier wieder so eine Stufe. Im Grunde komme ich da schon runter. Ich muss nur vorsichtig sein. Das bin ich halt nicht immer. Manchmal kommt da noch so ein bisschen Rest jugendlicher Leichtsinn durch. Von damals, als der Ben noch jung war. Ha, na, da gehe ich nicht tauchen. Da gehe ich oben drüber. Ja, das waren noch Zeiten, als der Ben noch jung war. Oh, hier schön. Oh, toll. Oh, sehr schön zu sehen. Hier. Toll. Na, das ist ja auch mal ein Wurzelteller. Ne? Das ist jetzt offensichtlich eine Fichte vermutlich gewesen. Könnte allerdings auch schlicht und ergreifend daran gelegen haben, dass dieser Wurzelteller so unglaublich flach und unglaublich groß dimensioniert ist, dass es A, zwei sind. Ne? Das da hinten ist ein zweiter. Die hingen zusammen. B, ist hier, ne, da wo der Wurzelteller stand, da steht das Gestein an. Wenn ich jetzt ein Schaufelchen dabei hätte und hier buddeln würde, dann würde ich relativ schnell feststellen, dass wir hier, ja guck, da steht schon der Stein an und der ist nicht alleine. Wo der herkommt, gibt es noch mehr davon. Also wenn man hier ein bisschen buddelt, dann würde man wahrscheinlich maximal 10 cm tief graben können und dann wäre man auch schon mitten im Gestein. Dass also da eine tiefe Wurzelentwicklung schlicht und ergreifend unmöglich ist, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ja, interessant. Das war früher nicht da. Das liegt ja auch noch nicht so lange. Ne? Das ist was relativ Aktuelles. Kann mich überhaupt nicht daran erinnern, das schon mal gesehen zu haben. So, und wir nähern uns wieder den Kindern. Das heißt, ich halte die Klappe, bis sie weg sind. So, und das hier ist jetzt die sogenannte Märchenwiese. Das ist also eine ziemlich feuchte Wiese. Ich vermute halt mal wirklich, dass wenn das mit der Feuchtigkeit so weitergeht und die immer schön anhält und es sich ja um Grundwasser handelt, weil es ist ja Wasser, was den Hang quasi als Grundwasser tendenziell runterfließt, Grundfeuchtigkeit, teilweise
äußert sich das auch in Form von diesem kleinen Rinnsal hier. Das führt immerhin bei der großen Trockenheit derzeit immer noch ein bisschen Wasser. Ist jetzt nicht bombig, aber immerhin. Und außerdem kann man es, wenn man sich auskennt, ein bisschen an der Vegetation erkennen, dass diese Wiese halt wirklich deutliche Feuchtezeiger enthält. Also Pflanzen, die besonders gut mit sehr oft durchgehend feuchten Böden klarkommen. Ist allerdings eben eine Hangfeuchtwiese, wodurch das Wasser regelmäßig abfließt. Sie wird also nicht ganz so feucht sein wie vergleichbare Feuchtwiesen, die dann in der Ebene liegen, wo sich das Wasser so ein bisschen stauen könnte. Hier kommt es außerdem dadurch, dass es ja ein Zugwasser ist, was da durchzieht. Kommt halt noch erschwerend dazu, dass da ein stetiger Nährstoffeintrag durch frisches Wasser, was vom Berg kommt, eben entsprechend stattfindet. Und da haben wir halt generell sehr gute Nährstoffverhältnisse in dieser Wiese für die Umgebung, da ja aus dem Gestein eigentlich nicht viel an Nährstoffen zu erwarten ist. Aber das, was da ist, das, was ausgespült wird, kommt dann entsprechend auch hier runter, landet in dieser Wiese bzw. in diesem Hang. Und man muss jetzt sagen, diese Wiese ist ja nochmal zusätzlich im Hang eine gewisse Mulde, die das hier entsprechend darstellt und also generell einfach ein Ort, wo viel vom entsprechenden Quellwasser dann auch ankommt. Die Frage wäre, würde sich das Ding natürlich wieder bewalden, wenn man es lassen würde? Ich persönlich denke nicht, weil es könnte wirklich für den Wald zu nass sein, diese Senke. Dass das also eine natürliche waldfreie oder zumindest sehr, sehr, sehr stark im Waldwachstum behinderte Fläche also darstellt. Genau sagen kann ich es nicht, müsste ich mir jetzt genauer angucken, genauer untersuchen. Eine Verbuschung wäre sicherlich zu erwarten, hohe Bäume, unwahrscheinlich. Außerdem auf keinen Fall irgendwelche Fichten oder sonstiges, was hier sonst in der Umgebung drin steht. Dafür ist es nun wirklich viel zu nass. Ja, die Märchenwiese. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich muss auch langsam mal gucken, wie ich mit meinem Akku hinkomme. Ich besitze ja immer noch leider nur einen Akku und muss bei sämtlichen längeren Kameraunterfangen immer ein bisschen sparsam sein. Das hier ist übrigens die Sitzecke zur Märchenwiese. Ne? Also das ist auch sehr schön gemacht. Scheint mir aber noch das Original, das jetzt schon wirklich ziemlich alt ist, zu sein. Hebt auch lange, weil die Pfosten hier, die stehen wohl unten in der Feuchtigkeit. Da ist aber so feucht, dass mit Pilzen nicht zu rechnen wäre. Das hier oben ist ja also quasi so eine Terrasse, die keinen direkten Kontakt zum Boden hat. Und damit ist auch da die Verwitterung vom Holz sehr, sehr, sehr stark reduziert. Auch die Bänke, die keinerlei Kontakt zum Boden haben. Das dauert sehr, sehr, sehr lange, bis sowas verrottet. Dementsprechend sehe ich hier eine neue Planke und alles andere kann man auch an der Farbe des Holzes gut erkennen. Ist schon eine ganze Weile hier, völlig ausgedörrt von der UV-Strahlung. Das ist alles noch original, also fast 20 Jahre alt. Schön, ne? Also gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, hat jetzt auch so einen besonderen Flair, dadurch, dass es eben jetzt schon deutlich älteres Holz ist. Hier nochmal der Bach, dass ihr den nochmal gesehen habt. Und man muss dann wieder hoch zum Weg. Das brauche ich jetzt nicht nochmal filmen. So, was jetzt noch ganz interessant ist, ist dieses kleine ausgetrocknete Bachbett hier. Gucken wir uns noch die andere Seite an. Zack. Tada. Kein Wasser zu finden. Aber ich sag euch jetzt, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, das ist das Bachbett, was da unten auch bei der Märchenwiese rauskommt. Und da stand ja dann ein bisschen Wasser im Bach. Also der verläuft hier schlicht und ergreifend unterirdisch, ist hier oben so weit versickert, dass er erst da unten wieder sichtbar als Wasser hervortritt. Ne? Ganz weit oben würde man wahrscheinlich auch noch ein bisschen Wasser finden, aber ja, erstmal hier ist jetzt nichts. Aber nur weil so ein Flussbett kein Wasser führt, heißt das nicht, dass es im gesamten Verlauf des Flussbett, Bachbett natürlich. Das heißt also jetzt nicht, dass im gesamten Verlauf des Bettes überhaupt kein Oberflächenwasser zu finden ist. In irgendwelchen Mulden kann das dann doch durchaus nochmal zutage treten. Hängt auch ein bisschen davon ab, was für ein Gestein unten drunter ist, unterm Bett. Ne? Ja, so. Ich habe inzwischen auf Wackelkamera umgeschalten. Wollte das Stativ nicht immer so in der Hand mit mir rumschleppen. Gut, aber es ist auch nicht mehr weit, wir sind fast durch und ich glaube, das war jetzt auch die letzte Sehenswürdigkeit. Vielleicht finde ich noch was,
Ansonsten gibt es da noch einen kleinen Abschlussbericht. So, und damit bin ich dann wieder da, wo alles angefangen hat. Auf der Bank habe ich auch zu Drehstart gesessen und hier kommt man auch entsprechend wieder raus, wenn man den Rundweg gemacht hat. Ja, ist immer noch schön. Ich muss sagen, was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, dass das Ding seinen Wildnischarakter in Anführungszeichen behalten hat, trotz der Tatsache, dass der letzte Sturm, wo so viel umgefallen ist, so lange her ist. Offensichtlich haben die Stürme der jüngeren Vergangenheit, die jetzt lange nicht so krass waren wie so ein Lothar, aber wohl doch ausgereicht, um da genügend Nachschub zu besorgen, ne? Genügend Nachschub hinzuschaffen. Die Bäume, die noch stehen geblieben sind nach Lothar, die waren ja auch schon angeschlagen, so ist das ja nicht. Aber war schon vieles, was kaputt, schon ansatzweise kaputt war, schon angerissene Wurzel gehabt hat, die Stabilität also schon entsprechend nachgelassen hat. Und wenn da so die Wurzeln so teilweise abgerissen sind beim Baum, dann nimmt auch die Wasserversorgung erheblich ab, ne? Weil diese angerissenen Wurzeln, die sind natürlich als Wasserleitsystem nicht mehr brauchbar. Man muss dann ganz schnell neue Wurzeln bilden, das kostet viel Kraft. Das kann nicht so stabil sein wie das ursprüngliche Wurzelwerk, was der Baum mal ursprünglich angelegt hat. Und wenn dann nochmal ein stärkerer Wind kommt und man vor allen Dingen der einzige große Baum in der näheren Umgebung ist, weil die anderen großen Bäume alle den ersten Sturm schon nicht überlebt haben, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man beim zweiten Sturm mitgenommen wird als Baum, ne? Also so gesehen wundert mich das jetzt nicht, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, dass da noch ein bisschen einiges nachgekommen ist, also am frischen Material. Aber ansonsten ist auch noch einiges vom ursprünglich bei Lothar umgefallenen Zeug noch so weit sichtbar, dass es noch zum Wildnisbild dieses Waldstücks ein bisschen beiträgt. Ist natürlich nicht wirklich Wildnis, klar, ne? Das heißt nur so ein bisschen Marketing. Aber es ist auf jeden Fall ein wirklich sehr schöner Weg nach wie vor und das beruhigt mich sehr, dass er schön geblieben ist. Da hatte ich wirklich so ein bisschen Bedenken. Jetzt alles in allem nervt mich immer noch, dass der Buchendom fehlt, dass man den nicht erneuert hat. Nervt mich wirklich. Aber jetzt, wo ich das Ding zu Ende gelaufen bin, hatte ich auch wieder genug Zeit, mich entsprechend zu beruhigen. Aber, liebe Nationalparknasen, erneuert gefälligst den Buchendom oder erneuert euer Schild da hinten, auf dem der Buchendom nämlich noch draufsteht. Das Schild ist nämlich noch von 2000, weiß nicht, wann der Weg angelegt wurde. 2001, 2002, irgendwie sowas. Viel später bestimmt nicht. Und da steht der Buchendom auf jeden Fall noch drauf. Den gibt es aber nicht mehr, ne? Und das ist ein bisschen irreführend. Und mich als Touri würde das nerven, wenn ich jetzt da langlatsche und habe vorher auf dem Schild gelesen, folgende Sehenswürdigkeiten gibt es, aber der Buchendom fehlt. So, ja, gut, und dass der Adlerhorst ein bisschen seltsam designt ist, was soll's. Das geschenkt. Und an einer Stelle fehlt ein Wegweiser. So. Ich hatte eben noch überlegt, ob ich jetzt tatsächlich mal kurz zum Nationalparkzentrum gehe und meckere. Aber ganz ehrlich, ach, was soll's. Ich habe jetzt auch keine Lust, da jetzt noch großartig hinzufahren, braucht Benzin. Braucht Zeit und ich habe Hunger. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist, aber so rein vom Hunger her wird es Zeit, wieder nach Hause zu fahren. Und in diesem Sinne mache ich jetzt Schluss. Wie gesagt, schöner Weg, lohnt sich. Plättig. Plättig Hotel, hinterm sogenannten Plättig Hotel, eben entsprechend dann da hochsteigen. Also immer den Berg hoch. Genauere Wegbeschreibung ist, denke ich, wirklich nicht erforderlich. Es ist einigermaßen zumindest gut ausgeschildert und müsstet ihr finden können, wenn ihr da mal hin wollt. Zu früh aufgestanden. Macht's gut. Danke fürs Mitkommen. Hoffentlich hat's euch hat's ein bisschen gefallen. Ich gehe was futtern. Macht's gut. Kameradeckel.